Was ich an Beethoven schätze, und ich bin sicher, dies trifft auch für andere zu, das ist die neue Wertschätzung seiner Musik. Denn man wird mit seiner Musik in sehr jungen Jahren konfrontiert. Ich denke, das war auch bei den meisten meiner Kollegen der Fall. So dass es vielleicht einfach ist, seine Musik als selbstverständlich hinzunehmen. Da ich sie aber neu bewerte, besonders weil ich auch selbst Musik komponiere, bin ich immer wieder erstaunt über seine Erfindungskraft, die er offenbarte in fast beispiellosem Maße, und die außerordentliche Kraft der Ideen, sowie seine Menschlichkeit, die er ausdrückte. Auch auf kompositorischem Niveau seine unglaubliche Fähigkeit für Entwicklungen. Ich meine, die Art, wie er Ideen entwickelte und zur Entfaltung brachte und jede winzig kleine Möglichkeit erforschte, die ein Thema oder eine Idee enthielt, grenzt für mich an ein Wunder. Und ich bewundere immer wieder, wie sein Geist und Herz arbeiteten.
Ich denke, dies könnte eine Gelegenheit sein, mit einer falschen Auffassung aufzuräumen, die die meisten Leute von einem Teil des zweiten Satzes dieser Sonate in C-Moll Opus 111 haben. Und natürlich ist dies eine Variation. Und da gibt es noch eine oder fünf oder, je nachdem, wie man es interpretiert, auch sechs Variationen danach, jede ganz verschieden von der anderen. Aber die ersten drei Variationen bilden tatsächlich eine Gruppe, eine sehr interessante Gruppe. Ich sehe es tatsächlich wie eine Art Progression, jedoch ist die dritte Variation so geschrieben, dass man sie all die Jahre für einen plötzlichen Ausbruch eines verrückten Boogie-Woogie oder Jazz oder was auch immer gehalten hatte. Die erste Variation hat einen einfachen Rhythmus. Und in der zweiten Variation ist der Rhythmus doppelt so schnell. Sodass sie zwei dieser einfachen Rhythmen haben, die aber mit der Länge des einfachen Rhythmus gespielt werden. Und in der dritten Variation, bei der dieses Problem des Eindrucks von Jazz existiert, wird der Grundrhythmus wieder verdoppelt. Also zu Beginn war es so. Und dann Variation 3. Im Grunde sehe ich darin eine Zellteilung. Ich glaube wirklich, dass dies das Bild ist, das Beethoven vermitteln wollte. Gewöhnlich hört man es etwa so. Und dann natürlich, nach diesen ersten drei Variationen, wechselt die Stimmung vollkommen und Beethoven geht auf Entdeckungsreise. Beethoven sets out to explore, I think, in the most convincing way, I think. Ich bin fest davon überzeugt, dies war seine Vorstellung der Unendlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass, obwohl dieser Satz ziemlich lang ist, und ich glaube, bei dem Tempo, das ich ansetze, ist er etwa 22 Minuten lang, ist dieser Satz ziemlich offen. Wegen der Art von Musik könnte er noch länger werden, vielleicht sogar nie enden. Es gibt einige sehr, sehr statische Elemente. Sehr viele davon sind tatsächlich aus diesem Teil. Und natürlich seine berühmten Triller. Und in der eigentlichen Coda im letzten Teil des Stückes ist noch etwas anderes. Also gibt es unzählig viele Arten, wie Beethoven die Farbe des Themas verändert. Und das hört nicht auf, mich zu faszinieren. Thank you.
Thank you.